Jetzt bin ich gespannt, ob die Kirche offen hat. Die unbedingt anschauen. Geschlossen, das ist dann schade. Hier noch ein paar Daten. Noch ein Blick nach draußen. Auf den See. Ist das schön da oben. Richtung Biel. Gegenüber die St. Petersinsel. Und hier Richtung Seeanfang von da. Die schöne Kirche, leider geschlossen, hier oberhalb vom Bieler See. Von da an nehme ich jetzt doch den Rebweg und gehe nicht unten ins Dorf. Ich möchte ein bisschen mehr Naturwege haben. Schön einfach da oben. Auch den Pilgerweg verlasse ich da. Der geht unten durch. Jetzt habe ich schon wieder ziemlich einen langen Ausstieg. Petersinsel. Dort, wo man den Rauch aussteigen sieht, ist die Zuckerfabrik von Arberg. Und im Hintergrund sieht man ein bisschen noch im Dunst die Alpen. Aber es ist nicht so scharf heute. Und das da ist jetzt mein Weg, ich hoch muss. Da ziemlich steil hoch. Da drüben auf der gegenüberliegenden Seite, ungefähr hier, fließt die Aare in den Bieler See. Das ist auch noch ein ziemlich großer See. Und da vorne sieht man schon fast nach Biel. Da geht es noch durch eine enge Stelle. Und wieder ziemlich steil runter. Und hier geht es auch sehr steil zum See runter.
einen Blick auf Dwan. Unter die Bahnlinie Zürich, Olten, Solothurn, Biel, Yverdon, Lausanne oder auch eine Abzweigung nach Genf. Das ist jetzt die Dwan-Bach-Schlucht. Da war ich ja vor kurzem auch mit zwei guten Kolleginnen von mir. Und hier unten das Dorf Dwan. Oh, da geht es ziemlich steil runter. Ja? Wow! Dort muss noch ein Wasserfall sein. Mit Blick auf den See. Dwan, auch ein sehr schöner Ort, hier am See gelegen. Ja, das ist auch eine größere Ortschaft, das Dwan. Aber jetzt habe ich mich für den oberen Weg entschieden und jetzt kann ich halt nicht durch das Städtchen gehen. Aber vielleicht dann noch, ich habe nämlich geplant, am See entlang zu gehen. Dann noch das nächste Mal wahrscheinlich und dann kann ich vielleicht dann noch einen Abstecher machen. Ich habe dann zwar mehrere Kilometer als jetzt zu gehen, aber ja, ich sehe dann. Einen Blick auf Dwan. Und hier an diesem Rebhang entlang bin ich jetzt gekommen. Kommt wieder ein Güterzug mit Rüben. Der erste Blick nach Biel, dort wo ich mein heutiges Ziel habe. Jetzt sieht man doch die Berge auch ein bisschen besser, ich hoffe man sieht es auch. Voll Schnee, übrigens der Jura da oben auch. Schassral ist auf Eis. Betesinsel. Jetzt kommt dann ein Schnellzug Richtung Neuenburg.
Was heute sehr schade ist, ich habe den größten Teil asphaltierte Straßen gehabt. Es macht einfach müde, da drauf zu gehen. Wenigstens werde ich entschädigt durch die grandiose Aussicht, die ich habe hier auf den See. Das ist ganz schön. Da oben ist noch eine Kapelle und man sieht, ich habe wieder ziemlich an Höhe gewonnen. Übrigens, das Gebäude, das wir vorher gesehen haben, wo wie eine Kapelle aussieht, ist in Wirklichkeit ein Schützenhaus mit einem Turm. Hier einen Blick auf Biel und das Ende vom See. Da geradeaus Eiger, Mönch und Jungfrau, ganze Alpenkette. Und hier Richtung Anfang vom See. Der Himmel überzieht sich immer mehr mit Wolken und für morgen hat er ja ganz schlechtes Wetter gemeldet. Aus diesem Grunde bin ich heute unterwegs. Jetzt habe ich endlich mal einen schönen Waldweg. Ich bin da ziemlich weit oberhalb vom See. Hab da immer mehr Wald jetzt. Ich glaube fast bis vor Biel. Aber es ist jetzt schön da hier oben durch. Ein interessantes Gebilde. Da sieht man schön den Ausfluss aus dem Bielersee. Und da vorne, zu diesen Gebüschen da, die Dornen besser gesagt, liegt Biel. Und da hat es so schöne Lärchen verfärbt. Sieht schön aus.
diesen Nadeln. Wiel. Da drüben die Schweizer Alpen. Jetzt geht in den Schluss, wollen Sie es noch wissen. Es ist noch diese Treppe hoch. Es ist dann nachher noch weiter absteigen muss. Oh. Und da unten ist der See. Und da vorne wäre Biel. Ja, ich habe jetzt dann doch einen steilen Abstieg wahrscheinlich von mir. Und hier noch Schluss. Ein schöner Weg am Hang entlang. Das war jetzt für heute der einzige solche Weg. Sonst habe ich bis jetzt keinen einzigen gehabt. Das ist ein bisschen schade. Aber sonst war es eine sehr, sehr schöne Wanderung. Mit Blick auf den Bielesee, St. Petersinsel, Rettberge. Geht's noch Treppen hoch. Da unterhalb, weiß ich, ist ein großer Fels. Und aus diesem Grund müssen wir hier noch mal hoch. Eine schöne Sitzbank. Oh. Und schaut mal hier. Das nicht schön. Boah. Diese Treppe will wirklich nicht aufhören. Ich hoffe dann, dass ich dann dafür eine wunderschöne Aussicht habe da oben. Thank you.
Oh, schön. Biel. Es ist einfach so schön da oben. Trotzdem, dass jetzt ein bisschen bewölkt ist. Da hier auf diesem Weg muss man ein bisschen aufpassen. Es könnte unter den nassen Blättern glatt sein. Und der Juragestein ist sowieso auch ein bisschen glatt. So, schon ein bisschen Vorsicht walten hier beim Abstieg. So, hier trennen sich jetzt viele Wege. Ich verlasse hier auch den Jakobsweg, den ich doch jetzt fast auf dem ganzen Weg begleitet hat. Schau ich noch mal hier runter in den Bahnhof. Ist doch noch ziemlich eine große Stadt, das Biel. Und da vorne ist der See. Hat auch ziemlich Wellengang heute. Darunter fast alles nur Treppen. Ich bin gut froh, dass ich da runter kann. Da unten ist noch ein Zug. Jetzt habe ich doch schon ziemlich an Steigung verloren. Da vorne, da hier, da sieht man die Bahnstation von der Macklingenbahn. Ja, das Wasser ist ziemlich wild. Hier ein Blick zum See. Da bei diesen Häusern ganz oben bin ich durchgekommen. Und dann oberhalb von dieser Flur geht der Wanderweg durch, wo ich jetzt runtergekommen bin. Wahrscheinlich fast alle Schiffe, die hier auf dem Bielersee fahren.